Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 2. So, heute die zweitletzte Folge, Leute. 14:14. Was ist das denn, Alter? Wir brauchen heute auf jeden Fall das hier. Ich weiß nicht, ob man den Klicksound gehört hat. Wäre auf jeden Fall nice. Naja, auf jeden Fall brauchen wir wieder diese Konsole. Und zwar, ich muss jetzt kurz gucken, wie das heißt. Ich werde euch... was? Okay, ich musste danach irgendwie meine Audio-Software irgendwie updaten. Okay, alles klar, aber noch sollte es funktionieren. Ach, wie heißt es jetzt nochmal? Jetzt muss ich mir kurz... Und zwar gibt es hier Server Travel Neighbor 3. Wir entern das Ganze jetzt mal. Und jetzt sind wir nämlich hier. Oh Gott, was ist das denn? Ach, das ist ein Stuhl, alles klar. Okay, wie ihr seht, man sieht fast nichts. Deswegen gehen wir jetzt erstmal kurz in den Ghost Mode. Genau. Sind wir drin? Nee, hä? Hallo? Ja, okay, jetzt sind wir, glaube ich, drin. Ja, wir können auf jeden Fall rumfliegen. Wir müssen hier mal ganz kurz raus. So, wir sind jetzt hier in der Minecraft... Oh Gott, Flachland-Map, sozusagen. Ich weiß gar nicht, können wir kurz die Zeit umstellen, Alter? Time... ich weiß nicht. Time... 1... Keine Ahnung. Okay, das hier ist dieses... Ja, Haus oder was es ist. Hier ist ein Generator. Es leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe aber, dass es in der Aufnahme nicht leckt. Oder nicht noch mehr leckt. Den können wir... Oh. Ich habe keine Sounds. Habt ihr Sounds? Ja, man sieht auf jeden Fall so wenig. Wieso sieht man denn so wenig? Kann man das... Oh. Der Nachbar hat mich gerade gecatcht. Hä, ich höre gar nichts. Wieso höre ich denn nichts? Hallo? Spiel? Naja, wie dem Hause auf jeden Fall. Können wir es schon mal nicht heller machen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Das ist natürlich unpraktisch. So, ohne gar nichts. Kann ich mir nicht ein Item cheaten? Warte mal, ich muss kurz gucken. Okay, Leute, ihr seht, ich bin jetzt hier gerade im Walk-Modus, hier bei der Küche. Aber irgendwie kann ich mit nichts interagieren und ich finde hier auch keine Taschenlampe. Naja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen das Haus. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen durchfliegen, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, fast schwierig, wenn man hier irgendwie einfach nichts sieht. Okay, hier draußen, Alter, was ist das denn? Was ist denn hier so hell, Alter? Hä? Da drin irgendwas? Ach so, hier oben ist eine Lampe. Oh, da pennt auch der Nachbar. Okay, interesting. Naja, auf jeden Fall, ist das hier halt, es heißt, das Haus heißt halt auch, was ist denn hier eine Leiter, Alter, what the fuck, auf jeden Fall, das Haus heißt halt auch irgendwas mit House Number 3 oder so. Hä, Hauptsache, diesen Kühlschrank kann ich aufmachen. Ne, irgendwie auch nicht ganz. Ja, keine Ahnung. Ja, leider erkennt man halt sehr, sehr wenig. Ich glaube, im Moment sind auch zwei Nachbarn da, denn der eine, der jagt hier die ganze Zeit, beziehungsweise er läuft hier die ganze Zeit rum und der andere... Der chillt irgendwie halt oben im Bett, wie wir gesehen haben. Es ist auf jeden Fall ein großes Haus. Großes neues Haus. Ich bin gespannt, was wir davon alles in der fertigen... Oh Lord, hier ist einfach alles offen. Ey, das sieht so weird aus. Hide here. Alles klar. Oh, hier ist eine Taschenlampe. Können wir die mitnehmen? Oh, geil. Okay, dann können wir... Nein, nein, nein. Nein, ich habe sie irgendwo hingeworfen. Ist das hier die Taschenlampe? Alter, ich habe die einzige Taschenlampe, die es wahrscheinlich auf dieser Map gibt, verloren. Och nee, wie unbeholfen muss ein Mensch sein. Hier, die liegt ja hier, lol. Okay, aber irgendwie bringt die einfach gar nichts. Hä? Guck mal. Die leuchtet, die wird nur unsichtbar dann. Also beim Schatten. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, was gibt's hier noch so? Hier ist irgendwie ein Ofen. Hier pennt der Nachbar immer. Hier ist wieder, ach, das ist wieder der Ofen aus der Alpha 1. Okay, interessant. Hier ist nochmal sein Bett. Da hinten ist eine Tür. Ist das das Ending? Man weiß es nicht. Man sieht auf jeden Fall nichts. Und die Taschenlampe bringt halt einfach auch gerade gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Okay, hier ist auch noch ein relativ großer Gang. Hier ist ein Rasenmäher, alles klar. Hier ist eine Waffe. Oh, nice. Okay, ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das ein Spoiler ist für die Alpha 3. Oder ob das hier, keine Ahnung, rein zum Testen, zum Erkunden ist. Kann natürlich auch immer sein. Hm. Auf jeden Fall, ja, ist ja jetzt nicht unbedingt Omega das spannende Video. Gerade weil man halt nicht so viel sehen kann, ist das ein bisschen schade, aber sonst hier oben, es geht hier noch relativ weit nach oben, wir müssen hier mal noch kurz hoch. Es ist hier oben drauf. Wow, einfach nix. Interesting. Okay, ich fliege jetzt hier nochmal durch, hier ist ein Fernglas auch noch, okay. Ja, die Taschenlampe ist so ein Witz. Okay, wir sind jetzt unter der Map. Da vorne ist noch irgendwas. Hä, das sieht, what? Ah, hä? Das ist so, keine Ahnung was. Einfach so ein Klotz. Oh Gott, hat gerade übel geleckt. Okay, hier irgendwie auch. Hier ist auch... Hä, da sind zum Teil einfach Wände durchgezogen. Was ist das denn? Naja, was soll's. Okay, wir sind jetzt hier auch wieder über der Erdschicht. Nein, Spiel.
Okay, das Spiel ist abgestürzt. Ja, Leute, ein sehr kurzes Video heute, aber ich wollte euch trotzdem das nicht vorenthalten. Das war's mit dieser etwas kuriosen Folge. Zweitletzte. Jetzt kommt dann noch den Speedrun. In der nächsten Folge könnt ihr auf jeden Fall auch auschecken und dann geht's weiter in die Alpha 3. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.